Hallo und herzlich willkommen zu Bundespodcast. Mein Name ist Mike Barmoser-Heide und an meiner Seite ist wieder Florian Pankowski. Hallo Florian. Ja, hi Mike, grüß dich. Ja, was haben wir denn heute vor? Ja, also du sprichst gleich erstmal im ersten Teil unserer neuesten Folge mit Adrian Hector über Transsexualität, das Selbstbestimmungsgesetz und Umgang mit Transfeindlichkeit. Und dann haben wir noch unseren in Anführungsstrichen Newsblog, den wir beide zusammen im Anschluss des ersten Teiles machen. Und worüber reden wir da, Marc? Also der wird ziemlich Corona-lastig sein, weil da einiges passiert ist in dieser Woche. Und wir reden aber auch über die Regierungskrise um die Rundfunkgebühren in Sachsen-Anhalt. Ja, also seid gespannt und hört uns ganz aufmerksam zu. Jetzt kommt erstmal der Part mit Adrian Hector und Mike. Ja, hallo, ich bin jetzt hier mit Adrian Hector aus Hamburg. Adrian ist auch Politiker von Bündnis 90 Die Grünen aus Hamburg, ist einer der SprecherInnen bei Queer Grün und kandidiert im nächsten Jahr für den Deutschen Bundestag. Hallo Adrian. Hallo Mike. Hallo. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du eigentlich? Ja, das ist ja schon angefangen. Ich bin Adrian aus Hamburg. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren für die Grünen in der Bezirksversammlung Altona als Abgeordneter und mache da die Themen Sport und Gleichstellung. Und ansonsten bin ich hier auch Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queer Grün und stellvertretender Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Queer Grün. Und ja, zur Politik gekommen bin ich eigentlich durch meine Tätigkeit beim Bundesverband Trans. Da war ich von 2018 bis 2019 Vorstand und habe da halt in meiner Arbeit auch viel mit den Abgeordneten im Bundestag zu tun gehabt, um halt die Reform vom oder Abschaffung des transsexuellen Gesetzes voranzutreiben. Und so bin ich dann zur Politik gekommen. Mhm, genau. Ja, das führt uns ja eigentlich zu dem Thema, über das wir sprechen wollen, nämlich das Thema Transsexualität und wie sieht die aktuelle Lage aus und vor allem die Situation für Menschen, die merken, dass das Geschlecht, mit dem sie aufgezogen wurden, beziehungsweise dem sie erstmal biologisch zugeordnet wurden, nicht zu ihnen passt. Du hast gesagt, das Transsexuellengesetz sollte abgeschafft werden. Wie sieht so der Weg aus aktuell? Also was steht Menschen bevor oder stand Menschen bevor, die merken, ich habe ein anderes Geschlecht, als bei mir bisher zugeordnet ist und das muss angeglichen werden? Ja, also das Transsexuellengesetz, das ist jetzt schon ein bisschen über 40 Jahre alt und im Vergleich zu eigentlich allen Ländern oder fast allen Ländern auch in Europa absolut rückständig. Momentan ist die Situation so, um meinen Vornamen und meinen Personenstand, also den Geschlechtseintrag, zu ändern, muss ich ein Gerichtsverfahren anstreben. Und dafür brauche ich dann zwei Gutachten, ich muss zu zwei Therapeuten hingehen, die mich dann ja beurteilen, denen muss ich erzählen, warum ich denn glaube, trans zu sein. Die fragen mich dann auch viele Dinge vielleicht aus meiner Kindheit oder zu meiner Sexualität. Und die schreiben dann Gutachten über mich, die ich selber bezahlen muss. Und anhand dieser Gutachten kann dann der Richter entscheiden, ob ich meinen Geschlechtseintrag und meinen Vornamen ändern darf oder nicht. Insgesamt dauert das, wenn es gut läuft, ein halbes Jahr, wenn es schlecht läuft, mehrere Jahre. Und kostet von ein paar hundert Euro bis hin zu mehreren tausend Euro. Mhm. Genau, damit verbunden ist ja in meisten Fällen sind ja auch medizinische Behandlungen. Wie geht das damit einher? Also praktisch hormonelle Behandlung oder auch chirurgische? Genau. Ist das also Bedingung dafür, dass man seinen Geschlechtseintrag ändern kann oder geht das auch ohne? Also früher war das alles noch Bedingung. Dieses Transsexuellengesetz, das wurde halt durch mehrere Gerichtsurteile vom Bundesverfassungsgericht halt schon ordentlich durchlöchert. Ursprünglich war das sogar so, dass man alles umoperieren musste, was irgendwie ging, um möglichst diesen Cis-Personen möglichst nahe zu kommen. Das heißt, es war wirklich vorgeschrieben, dass man unfruchtbar ist, dass man dauerhaft unfruchtbar ist, dass man eine genitalangleichende Operation macht. Es gab auch noch Dinge wie, dass man sich scheiden lassen musste zum Beispiel. Und nach wurde es halt alles gekippt,
Das letzte war jetzt vor, wann war das, 2011, glaube ich, mit der Zwangssterilisierung, dass das auch gekippt wurde. Und ja genau, bis dahin hat der Staat halt gesagt, sowas wie du sollst dich bitte nicht fortpflanzen. Mhm. Du musst dich erst zwangssterilisieren lassen, bevor du deinen Vornamen, deinen Personenstand ändern darfst. Also sehr, sehr krass ist, aber immerhin gibt es eine kleine Verbesserung an der Stelle. Aber trotzdem sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir hinwollen. Ne? Also diese Gutachten und der Weg Richtung Personenanstandsangleichung, der ist ja für viele wahrscheinlich auch sehr belastend, gerade wenn man sich von zwei Psychologinnen dann praktisch einordnen und bewerten lassen muss. Kennst du da Fälle, wo da Leute schwer mit umgehen konnten oder was das mit einem auch machen kann? Also klar, es hängt natürlich auch zum einen auch wirklich sehr davon ab, in welchem Bundesland man ist, ob das jetzt noch einigermaßen erträglich machbar ist oder wirklich furchtbar. Hm. Ich glaube, da hatte ich in Hamburg eigentlich noch recht viel Glück. Das lief ganz gut ab, aber ich konnte mir halt auch leisten. Ich hatte das Geld. Ich konnte mir diese paar hundert Euro, die mich das gekostet hat, die konnte ich aufbringen und ich konnte es machen. Aber es gibt halt auch Menschen, die können sich das nicht leisten und können dann deswegen, weil sie das Geld nicht haben, diese Anpassung nicht, diese Vornamen- und Personenstandsänderung nicht machen, zum Beispiel. Mhm. Und aufgrund dieser Situation hat zum Beispiel die DGT auch schon vor vielen Jahren diesen Ergänzungsausweis eingeführt. Das heißt, um überhaupt mich irgendwie ausweisen zu können, so ein Ersatzzusatzdokument kann ich bei der DGT dann bekommen für wenige Euro. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon so, dass zum Beispiel die Polizei das auch anerkennt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Polizeikontrolle geraten würde und diesen Ausweis mit dabei habe, dann wird das halt auch anerkannt. Also aber das ist nicht alles nur ein Behelf. Und eigentlich wünschen wir uns natürlich, dass dieses transsexuelle Gesetz abgeschafft wird und ich einfach aufgrund eines Antrags, auf der Aussage von mir, meinen Vornamen und Personenstand ändern kann. Mhm. Genau, sonst, man nennt das ja den Dead Name, also den Namen, den man früher hatte, den man dann teilweise noch mit sich rumschleppt und der mit der eigentlichen Identität eigentlich gar nichts mehr zu tun hat, ne? Genau, das kann ja auch schnell gefährlich werden. Also je nachdem, wo ich da gerade bin, ob ich geoutet bin oder nicht. Also es kann ja sein, dass ich zum Beispiel schon als Mann lebe, mich die Menschen nur als Mann kennen, nicht mein Ausweis, aber noch auf den Frauennamen ausgestellt ist und ich gerade jetzt in Situationen, wo ich kontrolliert werde und auf einmal wissen alle, dass ich trans bin. Und ja, je nach Umfeld kann es halt auch schnell gefährlich werden. Ja, klar. Also du sagst, das transsexuelle Gesetz sollte eigentlich abgeschafft werden, durch etwas Neues ersetzt. Was stellen wir uns denn da so vor? Also auf jeden Fall gehört das abgeschafft. Und was halt einfach wichtig wäre, das ist zum einen, das gibt jetzt ja schon seit 2018, glaube ich, die dritte Option, wo man aufgrund eines einfachen Antrags beim Standesamt seinen Vornamen und Personenstand ändern kann, wenn man eine Variante der Geschlechtsentwicklung hat. Ja. Und das ist schon mal das Verfahren, was wir haben wollen. Das heißt, aufgrund eines Antrags, ich gehe hin und kann es einfach ändern lassen. Für ein paar Euro, was halt kostet, wenn man beim Amt irgendwas ausstellt oder ändert. Das ist der eine Punkt, aber das reicht halt noch nicht. Es geht auch darum, um den Schutz. Und da gibt es jetzt eine ganz gute Vorlage, auch von den Grünen. Die FDP hat auch was Gutes vorgelegt. Und das von den Grünen, das Selbstbestimmungsgesetz, das sieht halt auch einen umfangreichen Schutz vor. Mhm. Und da geht es einmal darum, um das Offenbarungsverbot. Das heißt, dass wenn jetzt jemand meinen alten Namen oder preisgibt, dass ich trans bin, dann wäre es demnach eine Ordnungswidrigkeit mit Strafen von bis zu 2000 Euro. Mhm. Und es sieht halt auch vor, dass Behörden und ähnliche halt auch alle meine Dokumente ändern müssen. Was halt auch ganz wichtig ist, wenn ich mich jetzt zum Beispiel irgendwo bewerbe, dass ich dann auch Zeugnisse habe mit meinem neuen Namen. Ja. Genau. Es gibt ja einige, die dann aber sagen, ja, ist die Schwelle dann nicht zu niedrig? Wo kommen wir denn dahin? Kommt mal schnell so als Antwort, wenn jetzt einfach jeder sagen kann, ich gehe zum Standesamt und ändere meinen Personenstand. Was ist denn da das Problem eigentlich dran? Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich denke, Transfeindlichkeit ist das Problem dabei. Mhm. Es gibt ja schon viele Länder, wo es
so frei möglich, das zu machen. Und da gibt es halt auch keinen Missbrauch. Und das ist eigentlich auch bekannt, wenn man sich so weit mit dem Thema beschäftigt, dass man meint, eine Meinung dazu haben zu müssen und dagegen Stimmung machen zu wollen, dann kennt man auch diese Studien. Und wenn man dann einfach so tut, als würde es das nicht geben, dann ist es einfach nur Transfeindlichkeit. Ja, ja, das hatten wir ja, wir hatten in Neujahr schon mal drüber gesprochen, wir hatten ja diesen Bundesparteitag der Grünen, wo es Anträge gab, die sehr in eine sehr transfeindliche Ecke gingen, und zwar aus einer sehr feministischen Perspektive. Und ich habe da auch Rückmeldungen von bekommen und Fragen von Leuten von außerhalb der Partei bekommen, die sehr irritiert waren, dass sowas bei den Grünen überhaupt möglich ist. Nun wird da so ein bisschen ein Szenario aufgebaut, dass Leute sich eine weibliche Identität aneignen, um sozusagen in eine Frauendomäne einzudringen, um Frauen am Ende vielleicht sogar zu missbrauchen. Ist das vorgeschoben? Also wie wertest du das? Also das, ich finde es ein bisschen absurd, allein die Idee. Also wenn jemand Frauen missbrauchen will, muss er seinen Personenstand nicht für ändern. Also die Möglichkeiten sind ja da. Also dass die Vorstellung, dass jemand das auf sich nimmt und diesen Akt vollzieht, ist ein bisschen hanebüchen aus meiner Sicht. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Und ich würde solche Personen auch nicht wirklich als Feministen bezeichnen wollen, weil das für mich nichts mit Feminismus zu tun hat. Es muss einfach darum gehen, dass, also ich sage mal, meine Sichtweise ist, es muss darum gehen, dass jeder Mensch unabhängig von seinem Geschlecht die Freiheit hat, zu leben, zu werden, was man sein will, dass man nicht danach bewertet wird, welches Geschlecht man hat oder welches einem zugeschrieben wird, sondern nach den Fähigkeiten. Und dieses Versteifen auf, da wollen mit Männer in unsere Frauen Schutzräume eindringen, das zeigt mir halt auch ganz klar diese Asymmetrie. Weil von diesen Personen werden immer diese Transfrauen angegriffen, und da wird behauptet, das wären irgendwie Männer in Frauenkleidung oder Männer, die in Frauenschutzräume eindringen wollen. Aber eigentlich geht es, glaube ich, nur darum, Transpersonen auszuschließen. Weil es geht ja auch nie dabei, darum zum Beispiel Transmänner zu schützen. Es geht nie darum, was ist eigentlich mit nicht-binären Menschen. Und eigentlich werden alle da nur irgendwie rausgedrängt und ohne jegliche Grundlage. Ja. Ja, Transfrauen brauchen ja auch Schutz wie alle anderen Frauen und auch Räume, wo sie sicher sind. Und dieses Darstellen von einer Gefahr durch eine bestimmte Gruppe von Frauen für andere Frauen ist natürlich eine sehr perfide Herangehensweise. Ja. Und du sagst, das sind keine Feministinnen für dich, das würde ich eh nicht sehen, weil aus feministischer Sicht muss man natürlich auch anerkennen, dass Geschlecht ein bisschen weiter gefasst werden muss. Aber wie muss die Diskussion da laufen, um das gerade auch aus feministischer Sicht, gerade in Solidarität mit Cis-Frauen, voranzubringen, um da auch die Sensibilität zu erhöhen? Weil ich habe immer so ein bisschen Angst, dass da so Scheinargumente dann auch verfangen könnten. Ich glaube, das ist halt auch die ganz große Gefahr, die ich eigentlich sehe, ist, wenn Personen mit diesen Erzählungen in Kontakt kommen, die nicht so gut im Thema drin sind. Das heißt, die es einfach glauben, ohne die Fakten dazu wirklich zu kennen, und im Grunde im guten Glauben etwas Gutes zu tun, sich der Sache dann anschließen. Und weil ich glaube, die Zahl von wirklichen TERFs auch bei uns in der Partei ist eigentlich relativ gering. Ja. Und da muss man eigentlich nur auf aufpassen, dass wir gute Aufklärung betreiben. Und ich finde, das haben wir auf dem Bundesparteitag, ist ja auch gut geregelt worden. Und es gab ja auch sehr viel Rückhalt auch dann auch von den Frauenpolitikerinnen zu dem Thema. Einfach ganz klar immer wieder erzählen, dass es halt einfach falsch ist, dass es Quatsch ist. Und das ist halt jeglicher Grundlage wert. Also wir hatten ja letztes Jahr auch ein Dialogforum bei unserer LAG Queer in Nordrhein-Westfalen zusammen mit der LAG Frauen, wo es um Geschlechterrollen ging. Und da gab es vor keiner einzigen Frau eine ähnliche Position. Von daher, in der Partei ist das natürlich schon sehr eine Minderheit, aber man muss auch sehen, dass da eine Bewegung hinter ist, die jetzt außerhalb der Grünen auch
sehr stark netzwerkt, ja, und auch über die Gleichstellungsstellen geht. Und also die Gefahr ist schon da, dass das bei einigen Leuten, die sich mit den Inhalten gar nicht so intensiv beschäftigen, dann durchaus Früchte trägt. Also zumindest habe ich das so ein bisschen so wahrgenommen. Da müssen wir halt ein bisschen intensiver argumentieren. Ja, mich erinnert das sehr an die Transfeindlichkeit gegenüber Transfrauen, die von den USA rüberschwappt. Da war das ja schon vor mehreren Jahren so, diese Werbespots gegen, ich glaube, ein ähnliches Gesetz zur Personenstandsänderung, wo dann halt auch irgendwie im Grunde ein Cis-Mann gezeigt wurde, der irgendwie in eine Frauentoilette reingeht, und das wurde dann irgendwie spontan vermischt mit, das wäre jetzt, deswegen dürfen Transpersonen nicht ihren Personenstand ändern. Und es wird, genau, dem ersten geht's halt, ging's jetzt darum, irgendwie um Gewalt zwischen Cis-Personen, wo Trans-Personen gar nichts mit zu tun haben. Und ja, auch dieses Absprechen von Selbstbestimmung, was ja im Grunde genau das ist, was wogegen der Feminismus eigentlich immer vorgeht. Das sagt, my body, my choice. Natürlich kann ich selbstbestimmt über mich entscheiden. Und deswegen ist es für mich halt auch kein Feminismus, diese TERFs, weil das ja genau das Gegenteil davon ist. Hier werden halt Transfrauen abgesprochen, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Hier werden Transmänner dann teilweise zu verwirrten Lesben abgestempelt, die ihren Körper verstümmeln, um dem Patriarchat zu entkommen. Nicht-binäre Menschen werden komplett unsichtbar gemacht. Interpersonen werden auch irgendwie pathologisiert. Das ist kein Feminismus. Nee. Und die Mechanismen sind ja überall gleich bei jeder Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Man baut ein Szenario auf, wo Menschen eine Gefahr darstellen für andere Menschen und schürt so Vorurteile. Das ist hier an der Stelle ja genauso. Ja. Wie sieht's denn mit der Solidarität innerhalb der queeren Community aus? Gerade unter Schwulen und Lesben. Wie sieht's da für Transmenschen aus? Ist man wirklich da aufgehoben? Merkt man da ein großes Maß an Solidarität und Unterstützung? Oder würdest du dir da mehr wünschen? Also ich muss sagen, ich bin ja im Grunde als Cis-Hetero-Frau gestartet und durch die Transition jetzt auf einmal trans und schwul geworden. Das heißt, ich selbst hatte eigentlich vorher mit der queeren Community noch gar nicht so wirklich was zu tun, also mehr als Begleitung oder durch andere Freunde. Und meine ersten Kontakte mit der queeren Community waren auch total politisch. Also, und da erfahre ich sehr viel Solidarität und es macht super viel Spaß und auch viel Zusammenhalt. Jetzt nicht so die Diskriminierung, sondern vielleicht so ein, ich habe noch nicht drüber nachgedacht und ach, stimmt jetzt, wo du sagst. Und dann eine große Bereitschaft auch mitzumachen und irgendwie drauf einzugehen. Das finde ich total großartig. Ist bei mir auch in der LRG zum Beispiel ein ganz großer Konsens, dass das eigentlich jetzt gerade so das Hauptthema ist. Weil wenn wir uns mal angucken, was jetzt an den Themen für Homosexuelle zum Beispiel noch da ist, da gibt es natürlich Diskriminierung, was jetzt gerade aktuell ist mit dem Adoptionsrecht oder mit Blutspende. Aber im Prinzip stehen Lesben, Schwule, Bisexuelle jetzt eigentlich schon ganz gut da. Und wenn man sich die Studien anguckt, dann ist im Grunde die Diskriminierung, die Transpersonen jetzt erfahren, ist ungefähr so schlimm wie das, was ein Schwuler vor 20 Jahren erlebt hat. Und da fahre ich auch gerade von den älteren Schwulen auch ganz viel Solidarität, dieses, wir mussten damals noch dafür kämpfen, dass wir so leben dürfen. Und jetzt haben wir das erreicht und jetzt helfen wir euch. Und jetzt packen wir damit an, weil das finde ich total großartig. Ja, und die Punkte von Diskriminierung, die ja vorhanden sind, die beispielsweise Fragen der Sicherheit, wo es um Angriffe durch andere geht, das teilen ja Transmenschen mit Schwulen und Lesben sowieso als Problem. Also wo man um die Sicherheitsfragen kämpfen muss, ne? Also wie kriegt man eine Akzeptanz in der Gesellschaft hin? Aber nimmst du das, ich nehme es manchmal so ein bisschen wahr, dass gerade bei schwulen Männern so ein bisschen bei einigen der Eindruck da ist, ja, wir haben ja jetzt alles erreicht, wir sind verheiratet, wir haben unser Haus im Grün und sozusagen sich dann auch für Transmenschen genauso zu engagieren, ist nicht überall so. Habe ich so ein bisschen den Eindruck. Vielleicht ist das in deinem Umfeld etwas anders. Nee, das stimmt schon. Natürlich nicht alle, aber also für aus meiner Sicht eigentlich erfreulich viele. Und naja, also ich finde irgendwie,
man kann jetzt auch nicht immer von allen Menschen verlangen, sich überall hinterzuklemmen. Mhm. Und also es, da geht es dann eher darum, sozusagen jetzt nicht noch diskriminiert zu werden. Also ich war jetzt auch bin meistens dann irgendwie auch einen gewissen Schutz unterwegs, weil ich dann mit Leuten da bin, die auch politisch aktiv sind und deswegen, glaube ich, auch eher offen für das Thema sind und bin eher selten in einer Situation, wo ich jetzt nur also mit unpolitischen cis-queeren Menschen unterwegs mhm. bin. Und da ist es vielleicht auch nochmal eine ganz andere Situation. Ja, das kann durchaus sein. Aber generell, was so die Sichtbarkeit von trans Menschen in der Öffentlichkeit betrifft, so also ich sehe das jetzt aus einer schwulen Perspektive, dass es für mich auch als Coming-out-Phase wichtig war zu sehen, es gibt andere. Ja. Und bei trans Menschen ist das die Coming-out-Phase natürlich eine ganz andere, weil ich sag's einfach und bin's und ist natürlich bei euch ein intensiverer Prozess. Wie wichtig ist es, da auch Vorbilder zu haben in der Öffentlichkeit? Das ist super wichtig. Also zum einen geht's bei Trans ja sogar darum, dass man überhaupt erstmal weiß, dass es das gibt. Mhm. Ich weiß, dass ich ganz, ganz viele Jahre hatte, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie stimmt da was nicht, irgendwie bin ich gar kein Mädchen, aber ich konnte es nicht greifen, weil mir alle Leute immer nur gespiegelt haben, natürlich bist du ein Mädchen. Ich nicht wusste, dass es Trans wirklich so richtig gibt. Ich vielleicht, sagen wir, das, was der Sache noch am nächsten gekommen wäre, wäre irgendwie eine Travestie-Show, was natürlich nichts mit Trans zu tun hat. Nein. Aber sozusagen überhaupt, aber zumindest ein Spiel mit Geschlechterrollen ist. Und das hat bei mir ganz lange gedauert, bis ich das wirklich kapiert habe, das gibt es. Und dann die ersten Begegnungen mit Trans waren für mich dann eher so, dass es mir wirklich Angst gemacht hat. Also ich weiß, da war ich, glaube ich, ungefähr 18 oder sowas, da hatte ich den Film Boys Don't Cry gesehen, wo ich zum ersten Mal wirklich verstanden habe, ah, okay, das bin ich also. Aber der Film ist natürlich super heftig. Das heißt, am Ende wird der brutalst ermordet. Und das hat mir halt auch erstmal viel Angst gemacht und auch, glaube ich, viele Jahre noch davon abgehalten, wirklich die Transition so anzugehen, weil natürlich immer die Sorge ist, was passiert danach? Kann ich danach ein normales Leben führen? Werde ich nur noch diskriminiert? Auch sozusagen, wie gelingt die Transition? Sehe ich dann aus wie ein Cis-Mann oder bin ich irgendwie so dazwischen? Wie ist das mit den OPs? Was geht eigentlich alles? Wie reagiert mein Umfeld? Und da wäre es wichtig, einfach ja überhaupt alle Transmenschen an sich überhaupt zu sehen, aber auch erfolgreiche Menschen, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, wo klar ist, sie sind trans, sie sind aber trotzdem erfolgreich und haben oder führen ein ganz normales Leben, um zu sehen, es geht. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem mit solchen Filmen, die so eine dramatische Geschichte zeigen. Die sind auch ganz wichtig, weil man auch natürlich darstellen muss, dass die Realität auch da ist, dass Menschen hassen. Aber ich kenne das auch, das ist eine deprimierende Geschichte, weil das ist nicht das Leben, was man selbst führen möchte. Ne? Ja, bei mir war zum Beispiel auch der Sport ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe halt viele Jahre wirklich Wettkampfsport gemacht. Und das war am Ende, als mir im Grunde klar war, okay, ich bin trans und irgendwann wird die Transition kommen, für mich auch nochmal ein Grund, das ein paar Jahre nach hinten zu verschieben, weil ich halt noch ein paar Wettkämpfe machen wollte. Mhm. Und als ich dann zum ersten Mal wirklich auch von Transmännern gelesen habe, das waren jetzt zwei aus den USA, die Transition gemacht haben und die danach erfolgreich weiter Sport machen konnten, das war für mich halt nochmal so ein ganz wichtiger Push. Okay, dann mache ich das jetzt. Es geht also irgendwie. Mhm. Sind Transmänner weniger sichtbar als Transfrauen? Ja, absolut. Also ich glaube, von der Diskriminierung her ist es ziemlich ähnlich, wie Lesben und Schwule diskriminiert werden. Mhm. Also dass halt die Schwulen eher Gewalt ausgesetzt sind und eher härter diskriminiert werden und Lesben eher unsichtbar gemacht werden. Mhm. Und ähnlich wie Transfrauen eher Opfer von Gewalttaten werden und härter angegriffen werden und dann von, zum Beispiel jetzt wie von den TERFs attackiert werden. Und Transmänner werden einfach unsichtbar gemacht. Also da geht es halt ganz viel darum, die Transperson einfach unsichtbar zu machen. Und Transfrauen macht man halt unsichtbar, indem man sagt, das sind Männer in Frauenkleider. Und Transmänner macht man unsichtbar, indem man sagt, ach wieso, du bist doch jetzt ein Mann. Und sie deswegen von jeglichem Schutz oder anderen Unterstützungsprogrammen ausschließt. Das ist halt eine sehr männerdominierte Gesellschaft immer noch.
Und genau, es ist halt auch so mit dieser, mit der, ja, wie ein richtiger Mann zu sein hat. Im Grunde ein Transmann darf sich halt nicht beschweren, er darf keinen Schutz einfordern oder keine Unterstützung. Ein Transmann darf nicht sagen, dass er irgendwie Hilfe braucht, dass er irgendwo diskriminiert wird, weil er ist jetzt ja ein Mann und ein Mann, der jammert nicht rum. Und das führt halt dazu, dass Transmänner unsichtbar gemacht werden oder wenn sie dann den Mund aufmachen und sagen, Moment, da ist was, dann halt nur verspottet werden. Ja, ist aber, man ist auch heterosexuelle Cis-Männer haben das Recht, auch mal Hilfe zu bekommen und auch für die wird es mal gut sein, dieses Männerbild hinter sich zu lassen, irgendwie ständig stark und unangreifbar zu sein. Ne? Also das, da kann man auch einiges lernen voneinander, würde ich mal sagen. Absolut. Ich weiß, ich hatte jetzt gerade in der Bezirkspolitik einmal das Thema zu Corona, auch mit häuslicher Gewalt, und die ja angestiegen ist. Und da war dann ein Thema, auf das ich gestoßen bin, wie es denn aussieht mit den mit Schutzräumen. Natürlich gibt es halt immer zu wenig Plätze in Frauenhäusern, aber zum Beispiel in Hamburg gibt es halt auch keinen einzigen Schutzplatz für einen Mann jetzt. Also wenn ich jetzt als Mann mit zwei kleinen Kindern zu Hause raus müsste, gäbe es für mich keine Möglichkeit, irgendwo unterzukommen. Und das ist halt auch überholt. Natürlich muss jeder Mensch, der Schutz braucht, irgendwo Schutz finden können. Ja, das ist ein interessantes Thema. Das habe ich bei mir auch schon mit konfrontiert worden. Öffentliche Sichtbarkeit. Du bist politisch aktiv. Du kandidierst auch für den Bundestag. Soweit ich weiß, gab es noch keine Transperson im Bundestag. Und auch zumindest noch keine Person, die vor dem praktisch Erreichen eines Mandats die Anpassung hinter sich hatte. Es gab, glaube ich, mal eine Person, die danach sich auf den Weg gemacht hat. Warum trittst du an? Welche Bedeutung hat das? Und warum meinst du, dass gerade das wichtig ist, dass ihr da auch politisch vertreten seid? Es gibt einfach verdammt viel, was noch geändert werden muss. Die härteste Diskriminierung, die Transmenschen in Deutschland erfahren, ist die staatliche Diskriminierung. Und es gibt verdammt viele Gesetze und andere staatliche Schwierigkeiten, die angegangen werden müssen. Und man sieht ja schon, das Transsexuellengesetz jetzt 40 Jahre alt, da tut sich nicht besonders viel, wenn wir es nicht machen. Für mich war das so, als ich mit dem Bundesverband Trans angefangen habe, Queerpolitik zu machen, habe ich halt wirklich auch gemerkt, was halt nicht klappt. Also wir wurden immer sehr freundlich begrüßt, die waren super lieb, haben sich alles angehört, waren ganz betroffen, wenn wir uns mit den Abgeordneten getroffen haben. Aber viel passiert ist halt jetzt am Ende, das ist halt nicht rausgekommen wirklich. Und auch dann durch meine Arbeit auch in der Bezirksversammlung oder allgemein in der Fraktion habe ich halt auch ganz stark gemerkt, wie auch bei anderen Themen, was es für einen Unterschied macht, ob das jetzt ein Herzensthema ist eines Abgeordneten oder ob man da jetzt als Initiative vielleicht an die Fraktion rantritt und irgendwelche Vorschläge hat. Da geht es halt einmal darum, wirklich die Kompetenz auf dem Thema zu haben, wirklich tief in dem Thema drin zu stecken, aber auch darum, wie viel Einsatz man da jetzt einbringt. Und ein dritter Punkt ist wirklich auch einfach die, also vor Ort mit am Tisch zu sitzen. Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Monaten bei uns im Bezirksamt gendergerechte Sprache eingeführt. Und der Grund, warum der Antrag durchgegangen ist, war, glaube ich, auch ganz klar, dass ich damit im Raum saß, dass ich sagen konnte, das betrifft mich jetzt ganz konkret. Und im Grunde stimmt ihr jetzt darüber ab, ob ihr mich diskriminieren wollt oder ob ihr mich auch ansprechen wollt. Und dann haben wir halt auch eine Mehrheit dafür bekommen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, also die Mehrheit war halt auch nicht jetzt irgendwie überwältigend. Die SPD hat zum Beispiel dagegen gestimmt mit der AfD. Ach, guck an. Ja. Und, aber wir haben es halt geschafft. Und es zeigt sich jetzt halt auch, wie sich jetzt langsam auch in Hamburg da was tut. Also, dass es sozusagen von Bezirksebene jetzt auch auf Landesebene hochgeht. Und das wäre halt nicht passiert, wenn ich nicht da gewesen wäre. Genau, man diskutiert solche Dinge ja anders, wenn die Leute im Raum sind, die man vielleicht eher unsichtbar machen will, indem man eine Sprache praktisch an einer Sprache festhält, die sie unsichtbar macht. Genau, ist halt auch nicht so dringend. Man kann das irgendwie ignorieren, das Thema, und gibt es doch eigentlich gar nicht so richtig und was soll das überhaupt sein? Und wenn dann aber so jemand am Tisch sitzt, dann ist es halt, geht das nicht mehr.
Gut, dann hoffen wir mal, dass im Bundestag auch bald jemand nicht unbedingt am Tisch, sondern in den Reihen sitzt, der praktisch dafür Sichtbarkeit sorgt, ne? Ja, möglichst sogar ein paar mehr, damit wir da gut Druck machen können. Genau, aber ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber gar keine Schwalbe ist auch nicht gut, ne? Genau. Gut, dann auf jeden Fall wünsche ich dir dabei viel Erfolg und bedanke mich fürs Gespräch, fand es sehr interessant. Ja, super, danke dir. Ja, gerne. Ja, sehr schönes Gespräch mit Adrian. Viele wichtige Themen dabei, was Sichtbarkeit von Transmenschen in der Politik angeht. Ich oder wir wünschen Adrian, glaube ich, auf jeden Fall viel Erfolg für seine Bundestagskandidatur. Ich glaube, er kann da wirklich viel machen, gerade was das Thema Sichtbarkeit angeht in politischen Prozessen. Ja, und vielen Dank, dass du da warst, Adrian. Jetzt kommen wir allerdings zu etwas anderen Themen. Wir haben ja jetzt wieder unseren News-Blog in Anführungsstrichen, aktuelle Lage. Und da wollte ich zuerst mit dir, Mike, über Sachsen-Anhalt reden. Mhm. Jetzt ist Sachsen-Anhalt jetzt nicht unbedingt immer das Gesprächsthema Nummer 1, glaube ich. So. Aber in Sachsen-Anhalt ist jetzt ein bisschen was passiert in den letzten Wochen. Ich glaube, so kann man es nennen. Was der öffentlich-rechtliche Rundfunk angeht und was die Gebühren dafür angeht. Wie hast du das aufgefasst und möchtest du vielleicht unseren Zuhörern einmal kurz beschreiben, was da überhaupt gerade passiert ist? Ja, die meisten werden es ja in den Medien mitbekommen haben, auch in den öffentlich-rechtlichen, dass es ja einen neuen Medienstaatsvertrag geben soll, wo die eine nach längerer Zeit eine Anpassung der Rundfunkgebühren vorgenommen werden soll. Ich glaube, um 83 Cent. 84, glaube ich. 84 Cent, genau, pro Monat. Und daran hat sich in Sachsen-Anhalt innerhalb der CDU ein etwas absurder Richtungsstreit entzündet, weil Teile der CDU da eher Richtung AfD gehen wollen, um populistisch das abzulehnen, aber auch ohne einen wirklichen konstruktiven Gegenvorschlag zu haben, wie man denn da auch dann mit der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und Rundfunks dann umgehen soll. Und ja, das mittlerweile ist es so, dass dieser Staatsvertrag praktisch aus Sachsen-Anhalt gekippt wurde. Man hat sich sozusagen von der AfD an der Nase durch die Manege führen lassen und jetzt darüber nachgedacht wird, von Seiten der öffentlich-rechtlichen Sender zu klagen. So. Mhm. Und aber es geht eigentlich unterschwellig um die Frage, welche Richtung gibt es? Es gibt eine Kenia-Koalition, also eine Koalition mit SPD und Grünen, was ja für viele gerade im Osten bei der CDU jetzt nicht die Wunschkonstellation ist. Und, ich glaube auch nicht unbedingt die Wunschkonstellation von unseren grünen Freundinnen da drüben. Glaube ich auch nicht so. aber trotzdem hat man natürlich eine staatspolitische Verantwortung und das heißt natürlich zum einen, dass man in einer parlamentarischen Regierungsform auch eine Regierung formen muss. Auf einer Seite, ja. Und auf der anderen Seite natürlich ist auch im allgemeinen Interesse ist, doch dafür zu sorgen und dass die AfD nicht in eine Regierung kommt. Und wenn am Ende man der CDU oder den rechten Teil der CDU die Ausrede liefert, warum sie dann mit der AfD zusammengeht, ist der Sache auch nicht gedient. Trotzdem ist die ganze Geschichte natürlich gerade für Grünen, aber ich denke auch für die SPD in der Regierung eine massive Zumutung und mit dem Koalitionspartner zu sein, wo Teile mit einer rechtsradikalen Partei liebäugeln. Und ist schon eine sehr kritische Angelegenheit. Ja, vor allen Dingen, also da ist ja jetzt auch der Innenminister in Sachsen-Anhalt gefeuert worden, ja, von Rainer Haselhoff, CDU-Kollege. Der auch noch Landesvorsitzender war, genau. Genau, der auch noch Landesvorsitzender war, der nämlich in einem Interview relativ offen mit dem Gedanken gespielt hat, dass man ja dann zumindest bei, was den öffentlichen rechtlichen Rundfunk angeht und die Gebühren mit der AfD das hinnehmen könnte, dass die eben mit abstimmen bei dieser Sache. Mhm. Ich weiß nicht, ist er da vielleicht sogar noch weitergegangen?
Mike, hast du das Interview also gerade? Es wäre darum gegangen, dass man gegen die Koalitionspartner stimmt, gemeinsam mit der AfD. Und normalerweise führt sowas zu einem Koalitionsbruch. Das kennen wir als Koalitionspartner ja auch, dass man da was abspricht und dass man als Regierungskoalition einheitlich abstimmt, es sei denn, es geht wirklich um Gewissensfragen. Ja? Oder wo dann man sagen kann, okay, die Abstimmung ist wirklich frei, dass die Leute beispielsweise beim Thema Sterbehilfe oder so, wo man echt nicht sagen kann, das ist jetzt Regierungsräson, sondern da müssen die Leute nach dem Gewissen abstimmen. Aber wenn die Regierungsmehrheit von etwas abhängt, dann hat es keine wechselnden Mehrheiten zu geben, so schwer das manchmal auch fällt. So, und jetzt ist die Situation so ist, also soweit ich das gesehen habe, wird ja praktisch die Frist, das hätte bis Jahresende abgestimmt werden müssen. Man lässt das einfach verstreichen und damit ist der Vertrag tot. So muss man eigentlich die Hand nicht heben. Und das ist die für den Ministerpräsidenten in Sachsen halt vielleicht bequemere Lösung. Aber es gibt da einige, die sich freuen und das sind, glaube ich, nicht die richtigen. Ja, und das ist ja schon so ein bisschen eine Bankrotterklärung, was politische Prozesse heißt, ne? Also einfach genau. Irgendwie was auszusitzen in einem demokratischen System, finde ich schon ein bisschen traurig, auch gerade wenn das nur ein Land ist, ne? Nur eine Landesregierung, die da jetzt einfach mal sagt, nö, ach du, oder was heißt eine Landesregierung? Eigentlich nur eine Partei, die oder zwei Parteien, die sagen, ach nö, lassen wir mal einfach so laufen. Es ist eine Partei innerhalb der Landesregierung, genau. Genau. Aber aussitzen ist durchaus in der Politik ein Politikstil, in der schon Tradition hat. Ja. genau, aber ich finde es etwas traurig. Ich meine, allein die Tatsache, dass sowieso erstmal diese Kehr der Koalition zustande kommen musste, um eine Regierung herzustellen. Also das war ja eine sehr schwere Geburt, ne? Ja, und gerade, dass die AfD da so stark ist, gerade in Landesverbänden, wo die doch sehr rechts sind, ist schon schwierig. Was bedeutet öffentlicher Rundfunk eigentlich für dich, Mike? Also ich finde es enorm wichtig, dass es einen staatlich finanzierten öffentlichen Rundfunk gibt, der allerdings in seiner Arbeit relativ frei ist, ja, der allerdings einige Gremien hat, die da mitbestimmen. Ich finde, das hat einen sehr großen, das macht einen sehr großen Teil unserer Demokratie hier aus. Wie geht's dir da? Also ich hatte in meinem Umfeld auch die Diskussion, ja, das ist ja diese 80 Cent, warum wollen die wieder mehr Kohle von uns bei dem Programm? Ich kann das manchmal ein bisschen nachvollziehen. Das Programm ist jetzt auch nicht immer, ich meine, von den Gebühren wurde irgendwie jahrelang verbotene Liebe finanziert, Silvesterstahl und so weiter und so fort. Ganz viel geht in Sport, was auch nicht alle gucken, aber es gibt sowieso kein Programm, was alle gucken. Aber grundsätzlich ein Programm, was weder von Werbepartnerinnen und Werbepartnern, es ist ja gerade auch, wenn du die anderen Staaten anguckst, wo es sehr privatwirtschaftlich läuft bei den Medien und wo es auch dann ganz gerne davon abhängt, wer zahlt hier eigentlich die Werbung. Sieht man teilweise auch schon bei einigen Printmedien, auch gerade im lokalen Bereich, also dass man sich da auch nicht Anzeigenkunden vergrämen möchte. Und auf der anderen Seite natürlich die andere Möglichkeit besteht, ein steuerlich finanziertes staatliches Fernsehen zu haben, wo es dann einen direkten Einfluss des Staates, ja, der dann praktisch über die Haushaltsmittel entscheiden kann, ob denen jetzt mal gerade die Kohle abgedreht wird. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen war ja sozusagen nach dem Krieg oder der Rundfunk nach dem Vorbild der BBC entwickelt worden. Und also sehr, sehr von den Alliierten als Idee mit reingebracht, wie kriegen wir einen Rundfunk hier, der unabhängig ist, wo die Leute sich informieren können und wo es keine Regierung gibt, die direkten Zugriff drauf hat. Man muss natürlich immer wieder überprüfen, ob das so funktioniert. Aber ansonsten, ich halte das für eine sehr wichtige Angelegenheit, auch das sehr breit gefächerte Angebot. Auch sehr stark digital mittlerweile breit gefächerte Angebote öffentlich-rechtlichen Sender. Ich gucke mir das definitiv nicht alles an, aber gerade was das den Informationsgehalt betrifft, finde ich sehr wichtig, dass es das gibt. Und mein Gott, dann zahle ich dann 84 Cent mehr im Monat. Ja, dann ist das und ich finde auch gerade, was Journalismus angeht, ne? Also das ist ja wirklich
Da sieht man ja an genügenden Dokus auch, dass die jetzt nicht unbedingt regierungsgesteuert sind, sondern da schon auch eine eigene ihre eigenen Dinge machen können. Ja, Wirecard-Skandal, der filmisch aufbereitet wurde, schon in vielen Dokumentationen jetzt auch beispielsweise. Und auch viele andere Dinge. Klimakrise ist immer wieder Thema. Also das ist jetzt nicht unbedingt regierungspolitische Agenda, die da immer läuft. So. Mhm. Deshalb sieht man ja, dass es gerade zumindest relativ gut läuft, meiner Meinung nach, mit der freien Presse dort. Und gerade das ist ja ein riesiges Gut für eine freie Demokratie, dass es auch eine freie Presse geben kann. Und ich finde, fast schon alleine dafür ist der öffentliche rechtliche Rundfunk schon erhaltbar. Und man kann sicherlich über einige Dinge diskutieren, wie du auch schon sagst, ne, ob die Programmauswahl immer so stimmig ist, ob alles passt, was da läuft, ob da auch alles von Steuergeldern finanziert werden sollte, was da so läuft. Von Beiträgen. Ja, Entschuldigung, genau, von Beiträgen. Aber der Grundsatz, den finde ich schon sehr, sehr klug und sehr, sehr wichtig für unsere Demokratie auch. Ja, es gibt ja auch werbefinanzierte Anteile, muss man auch sagen. Das ist ja nicht nur, dass es nur die Gebühren sind. Neben der Politik und den politischen Informationen finde ich aber auch das Thema Kultur sehr wichtig. Und die Möglichkeit, ohne wirklich unmittelbar auf die Quoten zu schielen, gerade auch über Sender wie Dreisat, ja, oder One oder die es da alle gibt, oder auch im digitalen Bereich, kulturell spannende Sachen anzubieten, die jetzt nicht für die breite Masse sind, aber die durchaus eine interessante Option sein können für viele Menschen. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Beitrag für uns alle. Danke, CDU. Genau, danke, CDU. Naja, mal gucken, was da jetzt noch weitergeht, ob der öffentliche rechtliche Rundfunk da klagt und was dabei rumkommt. Und auch vor allen Dingen, was in Sachsen-Anhalt in der Regierung und überhaupt mit dem Land weitergeht. Also das wird auch nochmal eine ganz spannende Zeit jetzt die nächsten Monate, glaube ich. Apropos Regierung. Wir hatten jetzt gerade heute die Regierungserklärung von Angela Merkel auch im Deutschen Bundestag, wo die Kanzlerin wirklich einen sehr flehenden Ton, einen sehr teilweise auch gefühligen Ton hatte, ja, sehr appellierenden Ton, was die Corona-Krise angeht und was jetzt die nächste Zeit vor und nach und während Weihnachten angeht. Wie hast du das empfunden, diese Regierungserklärung von Angela Merkel? Ich fand es angemessen es hatte ja auch so einen sehr hoffnungsvollen Ausblick zu sagen, komm, wir müssen das jetzt bis Mitte März durchhalten, danach wird es wahrscheinlich besser, je mehr Leute geimpft werden, je wärmer das Wetter wird, desto leichter wird es für uns alle. Aber die Tatsache, dass sie auch in so einem emotionalen Ton das machen muss, sagt auch viel über die Situation aus, in der wir jetzt sind. Ne? Und dass gerade sie das auch macht, ne? Also das ist ja auch sehr außergewöhnlich. Sie ist nicht dafür bekannt, irgendwie die Träne der Nation zu sein. Also die emotionalste. Aber das ist auch ein gutes Mittel, um den Leuten klarzumachen, was los ist. Ja, ich habe heute einen Facebook-Freund von mir gelesen, der musste bei sich einen Wasserhahn ausgetauscht bekommen. Und bei dem in der Stadt ist ein Inzidenzwert oder im Kreis von 270. Mhm. So, und der Handwerker hatte keine Maske. Auf die freundliche Bitte, doch eine Maske aufzusetzen, hat er gesagt, habe ich keine. Er hat auch keine im Auto. So, da fährt also in einem Kreis, wo ein Inzidenzwert von 270 ist, ein Handwerker von Haus zu Haus, wechselt da Wasserhähne aus und man macht, wer weiß was, am Arbeiten. Und man weiß nicht, ob er infiziert ist und ob er da vielleicht den wandernden Superspreader gibt. Das kann doch alles passieren. Und es gibt immer noch Leute, die nehmen das nicht so wahr. Bei uns im Kreis, ich finde es erschreckend, wie, also nicht nur die Zahl der Ansteckungen und wie sich das entwickelt, sondern auch die Entwicklung der Todeszahlen. Gerade also das ist gerade sehr, sehr hart, ja. Mit zu ertragen auch, finde ich, ja. Ja, es gibt jetzt wahrscheinlich einen Impfstoff, jetzt wird es in den ersten Monaten und Wochen darum gehen, dass möglichst die Leute
geimpft werden, die in Pflegeheimen sind, die, die vulnerabel sind, also die, die Risikogruppen sind, um da die, die potenziellen Todeszahlen runterzukriegen. Das ist das Wichtigste. Aber solange das noch nicht passiert ist, dann müssen wir alle darauf achten, dass das möglichst wenig sich weiter ausbreitet. Und da kann ich nur verstehen, dass die Ernsthaftigkeit der Situation so vorangestellt wird. Natürlich ist es beschissen, wenn man irgendwie ein Restaurant hat oder sowas, oder wenn man nicht ins Restaurant gehen kann, wenn man wirtschaftliche Einbußen hat. Wir hatten ja letzte Folge das Thema Kultur im Lockdown. So eine total schlimme Situation. Und da muss man natürlich politisch auch gegensteuern. Aber dass diese Maßnahmen notwendig sind, müsste doch allen klar sein. Und wenn wir zu der Situation kommen, wo es mehr Leute gibt, die beatmet werden müssen, als es Beatmungsgeräte gibt, und dann Leute nach Hause geschickt werden, in dem Wissen, dass die zwar gerettet werden können, aber jetzt wahrscheinlich sterben, weil sie nicht beatmet werden können oder auf ihrem Krankenhausflur sterben, dann haben wir eine ganz andere Situation und eine ganz andere Diskussion, auch was die Ernsthaftigkeit dieser Situation betrifft. Und ich habe da schon so verstanden, dass es auch der Kanzlerin sehr darum geht, diese Situation und vor allem diesen Horror dieser möglichen Entscheidung bei Ärztinnen und Ärzten zu verhindern, weil das möchte man noch niemandem zumuten. Ja, und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht solche Bilder wie in Amerika oder wie in Italien haben möchte, dass da wirklich Särge und Menschen erstmal gelagert werden müssen in Eishallen, weil die Bestattungen nicht hinterherkommen und also so ein Bild möchte ich hier nicht haben in Deutschland. Das, ich weiß nicht, ob das unsere Gesellschaft verträgt. So, und was das auch mit dem sozialen Zusammenhalt und mit den Gefühlen von Menschen macht. Gerade auch der soziale Zusammenhalt ist so eine Sache und auch für viele, gerade psychisch Kranke, aber auch für viele aus der queeren Community ist ja diese Zeit, wo man nicht so viele Menschen treffen kann, wo man eben nicht an Dingen arbeiten kann, die psychische Gesundheit fördern, ja. Gerade für die ist ja diese Zeit auch sehr, sehr hart, ne? Ich finde, das müssen wir auch im Blick haben weiterhin und da versuchen irgendwie, da Leute nicht irgendwie total abgehängt zu lassen, aber es geht eben trotz dessen um eine gesundheitsbedrohende Krise, um eine sehr, sehr harte Krise und ich glaube, das hat Angela Merkel wirklich sehr, sehr klar gemacht in ihrer Rede, ja, dass es da wirklich um das Leben von Menschen geht, ne? Und das sollte man nicht unbedingt aufwiegen für irgendeinen Freiheitsbegriff, welcher auch immer der sein soll oder sonstiges, also das ist daraus, finde ich, sehr, sehr klar geworden. So. Ja. Man darf aber auch eine Sache nicht vergessen. Man neigt erstmal dazu, die Maßnahmen möglichst weit nach hinten zu schieben und den Leuten erstmal möglichst viel Freiheit zu lassen und auch der Wirtschaft viel Möglichkeit zu lassen, bevor man in so einen Lockdown reingeht. Erfahrungen zeigen uns, und das ist auch beispielsweise eine Erfahrung aus der spanischen Grippe, ich habe das neulich ganz spannend, dass je länger man wartet mit sowas, desto härter müssen die Maßnahmen und vor allem desto langwieriger müssen die Maßnahmen werden, um das letztlich aufzufangen. So, und also zu viel Zögerlichkeit kann hier auch sehr schädlich sein und im Nachhinein mehr kosten und schwieriger sein für die Menschen, als wenn man sagt, okay, wir ziehen das jetzt mal durch. Es ist ja dieser Lockdown-Light, eigentlich sollte ja sozusagen diesen Wellenbrecher-Effekt bringen. Der ist nur zum Teil scheinbar passiert. Also ist, naja, der ist sogar, also die Zahlen sind leicht erhöht, ne, zum Anfang dieser Wellenbrecheraktion. Genau. Aber sie wären wahrscheinlich auf einer ganz anderen Stufe, wenn es diesen Lockdown-Light nicht gegeben hätte. Ja. So, es hat aber offensichtlich nicht ausgereicht, um sozusagen die Trendwende herzustellen. Das wäre ja, und das hat auch ein bisschen dafür mit zu tun, dass Leute das auch sehr auf die leichte Schulter nehmen. Wenn du dann irgendwelche Demos mit 40.000 Leuten hast, wo die Leute keinen Abstand nehmen können, wo dir dann sagen musst, okay, es geht, ihr könnt ja mit eurer Gesundheit machen, was ihr wollt. Aber das Problem dieser Pandemie ist doch,
das ist doch keine private Entscheidung, was ich jetzt hier tue, wenn ich dann gleich 7 andere Leute mit anstecke, die ansonsten aufgepasst haben und wenn es in der Familie ist. Und ja, ich bin da, es ist eine sehr frustrierende Situation, aber okay, sagen wir, wir müssen da jetzt ein bisschen stärker rangehen. Vielleicht auch ein bisschen, es gibt ja von der Bundestagsfraktion die Idee mit diesem etwas standardisierteren Prozess, dass man sagt, okay, wenn so und so viel der Inzidenzwert ist in dem Bereich, dann müssen die und die Maßnahmen stattfinden, aber zumindest eine bundeseinheitliche Nummer. Die Leute sind dermaßen verwirrt, weil sie aktuell nicht wissen, was bei ihm im Bundesland jetzt Situation ist und was passieren könnte. Genau. Ja, also das werden noch ein paar harte Tage. Vor allen Dingen bringt ein harter Lockdown, glaube ich, nicht nach Weihnachten noch was, ne? Also wenn Weihnachten sich jetzt so viele Menschen treffen, dann wird es schwierig, da noch Zahlen zu verhindern. Ich glaube, jetzt braucht es eigentlich die 7 Tage vorher, wie ja ganz, ganz viele WissenschaftlerInnen fordern, wirklich einen relativ harten Einschnitt, wo Leute sich noch mal mehr zurücknehmen, wenn dieses Fest zumindest halbwegs in Anführungsstrichen gefeiert, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber halbwegs begangen werden kann. Genau. Aber auch da können wir keine 20 Leute Weihnachtsfeiern machen. So. Ich bin gespannt, wie die Feiertage jetzt alle vergehen, wie Silvester vergeht und bei was für Zahlen wir dann sind. So. Hm. Ich hoffe noch das Beste und ich bin, was Menschen angeht, immer noch Optimist und denke da an das Gute im Menschen. Aber wir müssen jetzt leider abwarten. Aber Mike, ja. Es ist ja auch schon ein Impfstoff jetzt seit circa einem Monat jetzt in Sicht, sage ich mal. Mhm. Und da gibt es ja dieses große Thema Impfzentren, dass der Impfstoff ja höchstwahrscheinlich oder ist so, dass der auf eine ganz bestimmte Art gelagert werden muss und es dafür eben jetzt erstmal große Impfzentren geben soll, damit viele Menschen auch schnell geimpft werden können. Hast du die Lage da, was das angeht, so ein bisschen mitverfolgt und kannst du es einmal abholen? Ja, also der Impfstoff muss ja bei 80 Grad minus gelagert werden. Das Problem ist eigentlich nicht nur die Lagerung, natürlich dann auch der Transport, weil darf der auch nicht irgendwie wärmer sein und vor allem darf der nicht so starke Ruckbewegungen. Also das ist ein wohl extrem empfindlicher Stoff. Mhm. Verfolgt das ein bisschen bei uns im Kreis. Da wird es ich glaube 3 Kilometer von mir entfernt in einem alten Küchenfabrik ein Impfzentrum geben, was relativ zentral ist. Also jetzt, braucht schon, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfährt, ist schon ein bisschen schwieriger. Wird zwar möglicherweise noch extra Linien geben, aber zumindest die Räumlichkeiten sind so, dass auf der einen Seite da die Impfstraßen eingebaut werden können und auf der anderen Seite auch die Logistik passieren kann, damit die Leute dezentral geimpft werden können. Mhm. Weil das darf man auch nicht vergessen, dass es jetzt auch darum geht, dass man nicht nur Leute dahin schleppt, sondern auch beispielsweise in die Alten- und Pflegeheime fährt, um da die Leute vor Ort zu impfen. Und ich finde das schon sehr bewundernswert, was da gerade auf die Kreise und Kommunen zukommt. Und dass ich den Eindruck habe, dass da sehr viele Leute sehr gut dran arbeiten. Also zumindest habe ich bei uns den Eindruck, dass da mit großer Ernsthaftigkeit dran gearbeitet wird. Damit das in den nächsten Tagen und Wochen an den Start geht und die Leute geimpft werden können. Ja, und ich finde, da wird auch nochmal sehr, sehr klar, wie wichtig kommunale Strukturen auch sind, ne? Im Endeffekt im Handeln dann, was dann weitergegeben wird, ja, in die Strukturen runter, also vom Bund dann auf die Länder und von denen auf die Kommunen. Also das finde ich immer wieder sehr, sehr beeindruckend, weil Kommune und Kommunalpolitik ja insgesamt eher einen sehr, sehr schlechten Ruf hat. Ich finde, das kann man nicht laut und stark genug sagen, was für Riesenaufgaben da
auch jetzt schon durch Gesundheitsämter etc. gerade gemacht wird, oder durch Ordnungsämter gerade gestemmt wird, aber jetzt auch nochmal diese Herausforderung der Impfzentren und des Impfens. Also das ist ja eine ganz, ganz große Wucht, die da auch wieder auf Kommunen kommt. Und ich finde es immer wieder sehr, sehr beeindruckend, wie diese Strukturen das stemmen können und wie sie das machen. Also das will ich hier nicht ungesagt lassen. So. Mhm. Genau, und dahinter stehen ja auch Menschen, die das umsetzen müssen und die dann, wo ich häufig auch mitbekomme, dass die über eine Landesregierung fluchen, die dann freitagsabends irgendwelche, gerade auch im Schulbereich, irgendwelche neuen Regelungen einführt, die dann am nächsten Montag umgesetzt werden sollen. Also da bekomme ich in meiner Berufsschule übrigens auch sehr, sehr stark mit. Also ich möchte jetzt nicht die Berufsschule nennen, aber ich glaube, Frau Gebauer weiß Bescheid. Ich habe gehört, da gab es einige offene Briefe und offene Schreiben, die auch an sie gegangen sind. Von daher ist es, glaube ich, in Ordnung, wenn ich das so sage. Also gerade auch Berufsschulen, wo ja die Berufsschülerinnengruppe ja in dem Sektor ist, sage ich mal, was scheinbar ein hoher Ansteckungsfaktor ist, ja, zumindest ein großer Weiterverbreitungsfaktor ist, also Jugendliche und junge Erwachsene. Gerade da habe ich so manchmal das Gefühl, dass die Schulpolitik da so ein bisschen steif ist in der Lösungsfindung. So, dass ich glaube, die Berufsschulen vor Ort da schon ein bisschen weiter sind in Lösungsfindungen und wie man es machen könnte. Aber die Politik da im Endeffekt gerade so ein bisschen steif ist und sagt, ja, damit tun wir uns ein bisschen schwer gerade, das so zu genehmigen und da auch den Berufsschulen Angebote zu machen, wie man es vielleicht auch anders machen könnte, gerade jetzt vor Weihnachten, gerade vor diesen Feiertagen, vielleicht mal Homeschooling nochmal in einer breiteren Schicht zu machen oder so A-B-Wochen, also dass man Klassen aufteilt, die eben einen bestimmten Wert überschreiten. Da habe ich das Gefühl, da ist die Politik gerade so ein bisschen steif in der Hüfte, sage ich mal. Ja, es gibt ja nicht die Politik, aber man merkt schon, ja, bei dem potenziell zukünftigen Bundeskanzler Armin Laschet ist ja auch so, dass die in den Kommunen bis heute nicht vergessen haben, wie er im Frühjahr irgendwie sich darüber beklagt haben, dass die halt nicht flexibel genug sind und seine Anordnung nicht schnell genug umsetzen können. Ich habe bei den Impfzentren sehr das Gefühl, also zumindest bei uns im Kreis, dass jetzt Ebene Landrat und also die Führungsebene sich sehr mit der Verantwortung bewusst ist, die da auf sie zukommt und das versucht gut hinzukriegen, trotz der Landesregierung und auch möglichst mehr zu machen, als unterstützt wird. So, und möglichst gutes Angebot zu machen und das jetzt zu stemmen. Und ich glaube, Teile auch der kommunalen und Kreisverwaltung in vielen Städten, da ist Personal, was eigentlich theoretisch dann nach 3 Jahren Urlaub machen könnte, wenn die Pandemie vorbei ist. Also es ist schon viel, was da passiert. Aber hoffen wir, dass die Zentren bald stehen. Hoffen wir, dass wir möglichst bald möglichst viele Impfdosen haben und dass möglichst viele Leute dann auch geimpft werden können, die es wirklich brauchen. Ja, also ja, ich muss mich da einmal korrigieren, Mike, tatsächlich. Ich bin ja auch jemand, der da, was die Politik in Anführungsstrichen angeht, sehr empfindlich eigentlich ist, was den Begriff angeht. Deshalb möchte ich das einmal zurückholen und da den Ball eher auf die Regierung, gerade die Landesregierung hier in NRW spielen, sage ich mal, nicht die Politik, das ist zu vereinheitlichend. Aber wir können nur hoffen, dass das jetzt alles schnell vonstatten geht. Wir hoffentlich auch das Durchimpfen dann gut vonstatten geht. Also dass es da genügend Menschen gibt, die dann auch sagen, ja, ich möchte mich jetzt impfen lassen und wir keine Impfpflicht oder sowas in der Art brauchen. Ja, dass da genügend Menschen jetzt auch hingehen und sich pieksen lassen. Kleine Frage, würdest du dich pieksen lassen? Ja, also ich habe das auch schon in meinem Umfeld sehr, sehr klar gesagt. Ich würde mich auf jeden Fall pieksen lassen.
Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt mit dem amerikanischen Wirkstoff machen würde, aber mit dem Wirkstoff hier aus Europa, aus Deutschland, hätte ich damit wenig Probleme. Okay. Also ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass an sich nur 50% der Bevölkerung bereit sind, das machen zu lassen. Ich hoffe, die Bereitschaft wächst, je mehr Leute dann wirklich sich impfen lassen, weil je niedriger die Zahl der Geimpften ist, desto länger werden wir diese Maßnahmen brauchen. Das muss man ganz klar sagen. Ich finde da auch die Idee, beispielsweise Barack Obama und Clinton und so weiter wollen sich ja öffentlich impfen lassen in den USA. Ich finde das eine sehr, sehr interessante Idee, dass das man das auch öffentlich machen sollte und klar sagen sollte, jo, ich lass mich impfen, damit auch mehr Menschen dann sehen, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und das geht ja doch alles ganz gut vonstatten. Wie ist es denn bei dir, Mike? Würdest du dich impfen lassen? Erst mal kurz voran, ich möchte noch eine andere Persönlichkeit in den Raum stellen. Die Queen wird es auch machen lassen. Ach, guck es wird natürlich keine Bilder geben, wie sie öffentlich in den Arm gepiekst wird, aber es wird klar sein, sie wird sich impfen lassen demnächst. Ach, schön. Sie gehört ja nur auch zur Risikogruppe, ist ja schon ein bisschen älter. Und ja, ich werde mich auch impfen lassen, sobald mir die Möglichkeit gegeben wird. Ich habe mich dieses Jahr auch absichtlich, was heißt absichtlich, sondern bewusst gegen Grippe impfen lassen. Ich auch. Weil ich gedacht habe, wenn... Also Kombination von zwei Viren. Die Welle muss nicht auch noch da sein. Ja. Genau, genau. Ja. Und ich möchte, dass diese Gesellschaft möglichst schnell wieder in eine Situation kommt, wo man über was anderes reden kann, wo man mit zusammen sein kann, miteinander sein kann. Und dafür werde ich mich gerne impfen lassen. Und ich werde auch gerne mich impfen lassen, um andere Menschen um mich zu schützen. Und aber auch um mich selbst zu schützen. Ja, das sind doch jetzt nochmal zum Schluss. Aussichten, die hoffentlich ein bisschen Hoffnung schüren. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Mike. Und genau. Euch vielen Dank fürs Zuhören und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis im Januar. Bis im Januar, genau. Genau. Tschüss. Tschüss. この小銭で拾った金の金差しを片手に2000ドルで売り飛ばされた女王のもとに走る。そんな俺の横で眠るのは妹の心。